So, und da sind wir auch schon wieder bei South Park. Das letzte Mal sind wir zur Schule gegangen, um Craig hier rauszuboxen und sind dabei der Ginger Fluraufsicht begegnet. Ja, es gibt nichts Böseres als Ginger. Boah, ein Völkerball. Die beste Schule erprobte Methode, um andere zu verletzen. Völkerball. Abprallen trifft ein zufälliges Ziel. Trifft für Schaden, Schlag gegen Russ. Wir haben die Bombe der Verlangsamung. Blumenkohl bringt dir 30 durch Trinken von Apfelsaft erst du 30 Mana. Ach, das können wir auch. Ach, das können wir so einsetzen. Weil das andere Zeug, das können wir nicht so reden. Also es ist vielleicht gar nicht so unschlau, die Mana-Tränke sogar einzusetzen, wenn wir leeres Mana haben. Ich mach das einfach mal. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Optionen im Kampf. So, was haben wir eigentlich gefunden? Filzstift, um Schnurrbärte auf Dinge zu malen. Oder auch Penisse. Na, schützt Rotschiffe vor ihrem ärgsten Feind, der Sonne. Wurde nicht an einem unsichtbaren Schwert angebracht. Einige Flaschen dieser Art beinhalten Klebstoff, diese nicht. Also leere Kleber. NSB-Einstecker, Rotschopf-Separatistenbewegung. Mit denen kannst du auch rumrennen. Mit der Sicherheitsschere. Sonnenschirm, optimal für den Sommer. Auch wenn der eine Weile auf sich warten lassen kann. Ja, in South Park schon, ne? Da ist irgendwie immer Winter. Textmarker. Highlighter, ah, okay. Es existiert wahrscheinlich keine bessere Möglichkeit, um Dinge zu markieren. Was geschah mit meiner Schule? Über einen wahren Schulpatrioten, über die sexuellen Eskapaden seines Gegners beschrieben. Immer diese Gingers hier. Ich habe jetzt ja nichts gegen rote Haare, aber wenn man so dann so orange-rote helle Haare hat, das kann ich ja nicht wirklich ab. Einmal Ginger, immer Ginger. Weiß nicht, was ich davon halten soll. So, wir haben den Messingschlüssel auf jeden Fall. Und damit können wir jetzt dort hinten rein. He's here, guard the key. Oh, tschüss. Waren wir hier schon drin? Jupp. Na okay, wir müssen hier rein. Ob es uns gefällt oder nicht. Wir können hier eine Kippe in Feuerwerksartikel ballern. Forget the key. Protect the front lines. Und das hat uns auf jeden Fall schon geholfen. Jetzt lassen wir noch den Bücherstab hier umkippen. Und noch irgendwas? Ja, es brennt hier jetzt. Dragon Shout! Sage ich da nur. Und wir haben den Raum geklärt, ohne einmal sinnvoll kämpfen zu müssen. Oh, wir haben einen neuen Dingense gekriegt. Anstecker oder einen neuen Flicken. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was es war. Das können wir einfach kaputt hauen. Geld. Mehr Sonnencreme. Geld, Filzstift, Held der Hammer, irgendwas. Francis, irgendwas, irgendwas. Wir gucken uns das später eher alles noch an. Nein. Ich glaube, da müssen wir wieder mit Kenny ein wenig nachhelfen. Ich weiß nicht, ob wir das mit Butters tun könnten. Wenn ich mal. Ich wechsle mal zu Butters. Kann der uns hier nicht helfen? Nein, so nicht, war das? Ja, ich weiß, dass wir Kenny haben. Wie ging das jetzt nochmal? Nein, so nicht. Ja, so. Ich würde den jetzt gerne steuern hier, hallo. Hey, das ging doch vorhin. Your word is the command, my lord. Well, that kid looks hurt pretty bad. Ja, ich weiß. Er sieht verletzt aus. Also, don't be afraid to ask for help from your friend. Ja, ey, ich versuche es doch. Hier. War das hier? There, there, buddy. You're gonna be okay. Thanks. I thought I was a goner. There were too many of them. They were too strong. Their hair too red. Maybe you can take the silver key and find the gold key. You can succeed where I have failed. Free Mackie's prisoners. Yay, das werden wir tun. Also man kann doch scheinbar mit jedem Begleiter jedem helfen. Aber es ist eigentlich angedacht, hier mit Kenny rumzurennen. Ah, ich hätte mal wissen wollen. Oder?
Musste man dafür Butters... Naja, ich bin mir noch nicht sicher. Wir werden mal sehen, was die Zukunft noch so bringt. Weil ich meine... Ich könnte mir jetzt nicht denken, wie Kenny diese Situation lösen könnte mit dem Heilen. Hier können wir immer noch nicht rein. In den Keller. Vielleicht müssen wir da auch irgendwann später mal rein. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Silber. Was ist das denn? Aber wisst ihr, was ich auch gesehen habe vorne im Nachsitzraum? Da ist so ein Kindergartenschüler drin. Den wir eigentlich finden müssen. Okay, wir haben jetzt eine neue Nachricht von Skeeter bekommen. Da jetzt die Ratten weg sind, können sich die Kakerlaken ungehindert vermehren. Schätze werden uns nicht mit Mutter Natur anlegen sollen. Müssen wir jetzt dort nochmal hin? Ach, scheiße. Hoffentlich nicht. So, Silberschlüssel. Damit kommen wir jetzt in Mackies Büro. Und da gibt es bestimmt einige Sachen zu finden, die interessant sind. Texter, Textmarker, vielleicht noch ein Textmarker. Da oben ist der Goldschlüssel. Leer. Okay, ich dachte, hier gibt es was Interessantes zu finden. Irgendwie Marihuana oder so. Anhänger. Cheerleader. Mr. Mackies Kaffeetasse. Okay, dafür müssen wir wohl wieder unsere treue Wurfwaffe auswählen. Ja, genau. So, wir haben den Goldschlüssel. War ja nicht so happig, den zu bekommen. Ich würde sagen, wir befreien die Gefangenen. That's far enough, Intruder. Where's your hall pass? Hallway Monitor, Boss. No hall pass? Then it's time to write you a referral. Ach du Scheiße. Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Ja. Deadly Fourth is authorized. Scheiße, der hat Minions dabei. Wie kacke ist das? Oh. Hätte ich mal aufpassen sollen, ne? Kann unsere Magie weiterhelfen? Der Dragon schaut. Nee, danke. Er kann auf jeden Fall Minions rufen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für uns. Wir hauen einfach mal drauf. Wir haben auf jeden Fall seine Abwehr verringert. Kenny, schaltet mal die Kompagnons aus. Rotschiffige Gänge auf Sicht. Schüttel sie ab, ich schüttel doch. Okay, die bluten lange halten die auf jeden Fall nicht mehr durch. Rotschopfschlag. Oh. Oh, das tut weh. Rotschopfpause, was? Ist ja unfair. Konzentrieren. Der Drachenschrei ist eine gute Möglichkeit, einen Feind auf einen fernen Angriff zu beschwören. Ich würde schon mal gerne den Angriff sehen, aber ich glaube, wir machen mal den Dragon Shout. Bam. Genau so geht das. Fußrodarf, meine Freunde. So, Kenny. Schalt mal ein paar von den Rotschöpfen hier aus. Das wird auf jeden Fall helfen. Jetzt muss der sich natürlich heilen. So, mit der Keule machen wir den ins Blatt. Wir haben noch nicht mal irgendwie eine richtige Fähigkeit eingesetzt. Wir haben eigentlich so gut wie gewonnen. Seht ihr? Wir haben weder unsere Schleuder noch unseren Judenditsu eingesetzt. Also, Kaugummi-Verpackung. Ich muss mal gucken, was das alles macht. Windschlüssel der Gangaufsicht. Oh, cool. Damit können wir jetzt in die Teile hier rein. Keule der Heilung. Das klingt auf jeden Fall interessant. Naja, so. Ich würde sagen, bevor wir dort reingehen, gucken wir mal. Heilt 5 TP bei einem Prozent TP bei einem perfekten Angriff. Hält dich selbst, indem du deine Feinde in die Fresse schlägst. Okay, Mana Trank, Chipotle, Burritos geben der super fiese 14 und 70 Mana. Bohnen sind magische Gemüse, bringen ja. Okay, 4 Mana. Bild von Mr. Adlers Verlobter.
Sie wurde ihm viel zu früh und durch einen Unfall beim Himmelsschreiben genommen. Okay. Oh, scheiße, wir haben mehr Dildos gefunden. Bitte wann? Wann haben wir noch mehr Dildos gefunden? Ach du Scheiße. Der Hammer. Das einzige Spielzeug mit einer Widmung von Satan. Der Hammer ist die Strafe, die du verdient hast. Fremder Schläger, nee, fremder Bändiger. Kommt mit einem 5-Stufen-Motor, spritzdichtem Batteriegehäuse und Fernbedienung. 5-Finger-Fister. Dieses Gerät ist nur für Größe M und größer geeignet. Hintertürchen-Kitzler. Basiert auf dem Prototypen eines Steuerknüppels für das IT-Monorad. Bewirkt weniger Schaden als eine TSA-Durchsuchung. Ike's Liebeszeichnung. Eine Zeichnung von Miss Stephenson Nett. Von Miss Stephenson Nett. Intellilink-Handbuch. Wenn du diese Beschreibung für diesen Gegenstand möchtest, musst du auf ein Intellilink Platin upgraden. Kotstulle-Abstimmung. Okay. Rieseneinlauf hat während der Diskussionsrunde ein paar wichtige Punkte eingebracht. Mr. Mackeys Kaffeetasse. Diese Tasse deklariert den Besitzer stolz als Top-Schulpsychologe. Okay. So, was haben wir noch so gefunden? Oh Gott. Eine Frisur, die beliebt bei Kindern ist, die Snacky S'mores mögen. Die Glee-Perücke. Die perfekte Perücke für das Singen schrecklicher A-cappella-Coverversionen beliebter Songs. Rotschopf-Afro, beliebt bei Clowns und anderen furchterregenden Kreaturen. Und die Rotschopf-Helmfrisur, eine feuerrote Hellfrisur. Kommt Virus vom Haus. Oh Gott, sieht das bescheuert aus. Nee. Würde auch nicht. Obwohl, es würde eigentlich schon zu uns Juden, zu meinem Juden passen. Weil, wenn ihr wisst, Kyle hat ja auch rote Haare, ne? So, Anhänger. Eine Sammlung bunter Glückssymbole. Blaues Auge schmückt häufig die Gesichter von Boxern und Leuten, die auf Rechen treten. Rote Sommersprossen. Wie Windpocken, nur permanent und noch ekliger. Nee, danke. So ein blaues Auge. Oder wollen wir wieder unsere keltische Kriegsbemalung? Doppelkinn. Das sieht man nicht. Nehmen mal den Schädel aus irgendeinem Grund. Wir können ja mal wechseln. Wir können ja mal durchrotieren. So. Craig! Damn you, Craig! Yeah, wir haben Craig gerettet. Thanks for busting me out, kid. Who are you? What's your name? Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. Hey, wir haben Craig gerettet. So. Moment. There's some weirdo hanging out at the public storage. I'm not going back. So, wir müssen zu Cartman zurückkehren. Oh, der neue ist in der South Park. So, wir haben Craig jetzt als Freund. Gut zu wissen. Ja, wir gehen nochmal in die Schule. Ich glaube noch lange, wir haben noch gar nicht alles hier abgeschlossen. Ah, irgendwie ist die Musik anders als vorher. Irgendwie epischer. Können wir jetzt hier in den Keller rein? No. Natürlich nicht. Dachtet ihr, das geht jetzt? Nee, niemals. Hier können wir auch nicht. Ja, das stimmt, du bist ein totaler Versager, Mackey. Und das kannst du niemals wieder gut machen. Nee, hier waren wir ja drinnen. Hier geht's nur wieder in den Keller, kommen wir hier nicht rein aus irgendeinem Grund. Okay, gibt doch nichts hier zu holen. Aber wir haben ja gerade noch irgendeinen anderen Schlüssel bekommen, ne? Schön Pokémon Quest. Müsst doch eigentlich hier dabei sein, hä? Ne, sind hier nicht die Schüsse. Aber Hauptsache, wir haben Putin dabei. Kindergartenkinder gefunden. Unterhosen.
Schweinbärmann sind, so Obdachlosencamps. Warte mal, steht das vielleicht Beschlüsseln dabei? Achso, was haben wir gar nicht? Wir haben gar keinen Schlüssel. Egal, wir haben es irgendwie gefunden. Und ich glaube, man kann auch irgendwo die Schlüssel einsehen, aber ich bin jetzt faul zu gucken. Ah, wir sind schon wieder am Ende der Folge eigentlich, aber ich gehe noch schnell aus der Schule raus. Wir haben genug Schule gesehen, aber das sieht auch interessant aus hier. Da sind Zigaretten drin. Damit hätte man wahrscheinlich auch irgendwie ein Feuer hier machen können. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei South Park. Yeah.